Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine Folge Ramses Kitchen, denn Pupsi hat wieder mal was entdeckt, Pupsi hat was mitgebracht und das ist dieser Body hier, ne? Wollen wir euch mal zeigen, so sieht er aus, habt ihr sowas schon gesehen? Das ist nämlich reduziert, ne? Was ist das? Wenn ihr schon mal im Rewe einkaufen wart, ich hoffe, das ist überhaupt aus dem Rewe, ich habe gerade keine Ahnung mehr. Im Rewe gibt es auch so eine Art Salatbar. Ich weiß nicht, ob das in jedem Rewe ist oder nur in manchen Rewes, Rewen, der Rewe, die Rewe. Ja, egal. Auf jeden Fall gibt es im Rewe ja eine Salatbar, wahrscheinlich nicht in jedem Rewe. Und da ist immer so ein Bottich drin, ja, da könnt ihr euch immer herzhaft rausnehmen. Da gibt es zum Beispiel auch mal Currywurstsalat, es gibt hier Hirtensalat, griechischen Salat, es gibt... ein Bottich, da könnt ihr euch selbst zusammenstellen. Da gibt es manchmal Chili-Cheese-Nuggets oder es gibt Hackbällchen oder irgendwas. Oder es gibt Adi. Ja, die hat gerade gegessen. Und jetzt ist er fertig mit Essen und kommt her und zack, gleich geht's weiter. Und da gab es wohl jetzt auch Nuggets mit Guacamole. Guacamole-Füllung, ja. So einen ganzen Bottich und weil das niemand frisst, haben sie sich gedacht, klatschen wir einfach mal 5 Euro drauf und dann ist gut, ne? Wenn ihr euch nämlich so ein Bottich zurecht macht, ihr wisst, 100 Gramm, 99 Cent, sprich 7,50 Euro wären das ungefähr gewesen für einen so ein Bottich Nuggets mit Guacamole. Jetzt sind die aber von 7,50 Euro sozusagen auf 5 Euro reduziert. Da könnt ihr euch den ganzen Bottich mitnehmen. Das wollen wir jetzt auch mal hier öffnen. Wollen wir reingucken, wie sieht das aus? Hier, da wölbt sich schon. Das ist schon alles schön vergammelt. Ist aber bis heute haltbar. Wir wollen aber mal probieren, wie schmecken denn diese Nuggets mit Guacamole. Dazu machen wir die hier mal auf. So, ist auf jeden Fall offen. Der Kanal Phänomenal würde natürlich direkt wieder eine Challenge draus machen. Ein Bottich Guacamole Nuggets fressen in 5 Minuten. Ich will aber mich nicht überfressen. Ich will es einfach nur mal kurz testen. So sehen die also aus. Sieht das gut aus? Sieht das aus wie normale Nuggets? Sind halt eher rund, also eher Bällchen statt richtige Nugget-Förmchen. Adi, was sagst du? Adi, nein. Adi, no. Du kannst ja gucken, okay, aber denk dran, Guacamole. Wir nehmen gleich mal das, was der Adi eben hatte, das scheint wohl interessant zu sein. Wir beißen es mal auf, jetzt wo es kalt ist. So, wir drehen es mal rum. So sieht das also aus. Habt ihr euch das so vorgestellt? Also diese kalte Panade ist auf jeden Fall der Hit. Wir machen uns jetzt aber mal ein paar warm. Ja? Wir machen mal 5 Stück warm. Wir probieren die mal, wenn die warm sind. Aber ich glaube, theoretisch, so als Snack könntet ihr die auch einfach so kalt essen. Dippt halt noch in Ketchup zusätzlich oder irgendwas. Esst ein frisches Brötchen dazu. Also gönnt euch einen Salat, diese Teile. Also ich finde das immer cool, wenn so ein ganzer Bottich reduziert ist. Habe ich auch schon mit diesen Sweet Chili Hackbällchen gehabt. Hat Pupsi auch mal einen Bottich mitgebracht. Auch sehr coole Sache. Konntest du gleich 10 Wochen davon essen. Ne? Oder halt einen Ramses-Abend. Und dann ist es auch weg. Jetzt mache ich es mal fix warm. Und guck mal, wenn ich wiederkomme und die warm sind, wie das dann schmeckt und was man da noch dazu essen kann. So, die Nuggets sind also fertig. Die Guacamole Nuggets sind... ich glaube, ich merke jetzt keinen richtigen Unterschied, ob das jetzt Guacamole-Nuggets sind oder ob das normale Nuggets sind, weil eigentlich schmeckt es halt hauptsächlich nach Hähnchen und Panade. Das heißt, ich glaube, man gönnt sich am besten noch eine leckere Sweet-Chili-Soße dazu. Ist jetzt ja auch aus dem Rewe so. Sweet-Chili-Soße, Rewe, beste Wahl. Die habe ich auch noch nicht probiert. Muss ich mal gucken, ob die schmeckt. Ne? Dann wäre es auf jeden Fall eine bessere Alternative anstatt dieser teuren Gammelsoße. Wir wollen jetzt aber mal noch eins aufmachen und jetzt nochmal in die Mitte gucken. Wie sieht das denn jetzt aus? Jetzt, wo das ja warm ist, ja? Och, ist das herrlich. Guckt euch das an. Jetzt ist es warm. Jetzt sieht es so aus. Denkt mal, da ist Spinat drin.
ist aber kein Spinnert, ne? Adi, was sagst du? Ist es jetzt köstlicher? Riecht's besser? Magst du jetzt auch eins oder so? Fass halt mal dran. Und ansonsten Fußball! Also ich glaube, vorhin hat der Adi auf jeden Fall nicht so Interesse gehabt wie jetzt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt, wo das warm ist, macht das wohl trotzdem einen richtig besseren, deutlicheren Eindruck. Ihr könnt natürlich auch eine Scheibe Brot dazu essen oder irgendwas. Hier sitzt noch Rest vom Zwiebelbrot übrig von gestern. Wenn ihr da abbeißt, habt ihr gleich noch ein schönes Zwiebelaroma dabei. Zusammen ein Brot mit den Nuggets, okay. Finde ich, geht eigentlich so. Ist so richtig in Ordnung. Ihr bräuchtet da wahrscheinlich noch nicht mal irgendeine Soße dazu oder irgendwas, weil durch das Guacamole ist das jetzt auch nicht trocken. Es ist halt irgendwie ein bisschen cremig innen drin, aber nicht aufdringlich. Ich sage ja, ihr schmeckt das wirklich kaum raus, aber die Konsistenz macht's. Und ich möchte jetzt trotzdem mal eins mit Sweet Chili Soße noch probieren zum Abschied, weil ich glaube, gerade so Hähnchenfleisch mit Sweet Chili ist einfach immer eine gute Kombination. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ich bin begeistert. Schmeckt nochmal anders. Gibt nochmal eine ganz andere Geschmacksvielfalt mit. Ja, Adi, guten Tag. Ach Mann, du. Es braucht es aber nicht unbedingt. Ihr könnt die ruhig so essen, einfach mit der Guacamole-Füllung. Finde ich sehr cool. Schön, dass Pupsi das gesehen hat und mitgebracht hat. Da weiß ich heute auf jeden Fall, heute kommt Royal Rumble. Heute lasse ich es mir richtig gut gehen. Deswegen habe ich ja auch schon wieder Paulana Spezi am Start, hat Pupsi auch mitgebracht. Ja, die versorgt mich ja immer. Ich bin ja hier das eingeschlossene Kind im Keller. Und wenn ihr das nicht kennt, probiert das auch mal. Habt ihr auch schon mal diese Guacamole Nuggets getestet? Probiert sonst was. Wenn ihr die in der Salatbar entdeckt, wenn ihr die kennt, schreibt mal drunter, wie ihr die findet. Und wenn ihr die nicht kennt, probiert die ruhig mal und schreibt mir dann mal eure Meinung dazu. Ich finde es auf jeden Fall genial. Wie gesagt, man braucht nicht mal Soße dazu. Normalerweise Chicken Nuggets nimmt man ja immer mit Dip. Das mit dieser Creme, dazu vielleicht noch eine frische Scheibe Brot oder Brötchen. Jetzt sagen die Leute, hä, da ist so viel Panade, das ist doch im Prinzip schon das Brötchen. Ja, keine Ahnung. Mit was würdet ihr das essen? Schreibt es mal drunter. Ich glaube, das restliche Brot werde ich dazu essen, ne? Sonst kommt das Brot auch wieder weg. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Adi. Ach, Adi. Ah! 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 Ah, das wird gut.